Bereits gestreamt. Guten Tag. Ich bitte um Feedback im Chat, ob ich zu hören und zu sehen bin, damit ich verstehe, ob alles in Ordnung ist, ob die Präsentation auch zu sehen ist. Ja, Nikolai, Lilia, ich sehe, dass die Aufnahme läuft. Bitte. Dolmetscher, meldet euch, wie ich in den anderen Zimmern zu hören und zu sehen bin. Grüße allerseits noch einmal. Ich heiße Ivan und heute werden wir zu sehr interessanten Themen sprechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und mit unserem neuen Produkt Smart Portfolio. Zunächst werde ich den Plan dieser Präsentation ansprechen. Erstens. In den ersten 20 Minuten werden wir unser Produkt präsentieren und ich möchte einen kurzen Spot vorbereiten, damit wir über unser neues Produkt Smart Portfolio berichten können und damit Sie dann das später auch nutzen können für die Durchsetzung dieses Produktes. Dann werden wir über die Ergebnisse sprechen, die wir erzielt haben durch den Verkauf von Smart Portfolio, wie unsere Mittel funktionieren. Ich werde mich mit Ihnen austauschen über einzelne Ergebnisse von unseren Partnern. Sie werden es auch sehen. Und wir werden insgesamt über die Kryptomärkte sprechen, über die Tendenzen auf diesen Märkten, was heute passiert auf diesen Märkten, welche jüngsten Nachrichten es da gibt und was auch unsere Börse Unitec, wo sie hingeht mit unserem digitalen Token Kru. Also wenn Sie sich für diese Fragen interessieren und bei Ihnen Fragen entstehen im Laufe der Präsentation, merken Sie sich diese Fragen, aber fügen Sie das bitte nicht in den Chat ein. Und am Ende werde ich darum bitten, dass Sie das in den Chat einfügen und ich werde auf alle Ihre Fragen eingehen. Ich denke, das haben wir jetzt so vereinbart und ich werde jetzt anfangen. Bitte das nächste Bild. Und für diejenigen, die zum ersten Mal zu uns gekommen sind, bitte, wenn jemand zum ersten Mal auf unserem Webinar ist, setzen Sie ein 1 in den Chat ein, damit ich verstehe, wie viele Neulinge wir haben. Wenn Sie bereits bei solchen Webinaren dabei waren, setzen Sie bitte eine Zahl rein, wie viel Mal Sie bereits auf dem Webinar zu Krypto Smart Portfolio bei uns gewesen sind. Also 2, 3, 4 Mal. Es gibt auch welche, die zum ersten Mal da sind, sich uns angeschlossen haben. Wollen wir uns kennenlernen dann? Ich werde mich kurz vorstellen. Ich bin Ivan Polojanczyk. Ich leite gerade diesen Bereich des Krypto Smart Portfolios. Ich bin zuständig für dieses Produkt, für die Begleitung unserer Partner, für die Durchführung der Webinare und so weiter. Ich habe meine Karriere angefangen als Pädagoge. Ich habe einen entsprechenden Uni-Abschluss. Ich habe sehr lange im Vertrieb gearbeitet, habe als Einzelunternehmer bereits 2012 angefangen. 2014 habe ich begonnen, etwa 10% zu investieren, zunächst bei den Banken, dann bei der Lebensversicherung. Ich habe auch mein Geld bei den Finanzpyramiden mal verloren. Seit 2016 habe ich angefangen, an der Akademie des Privatinvestors zu studieren, unter der Leitung von Herrn Hovratov. Und meine Erfolge waren auf dem Finanzmarkt schon besser. Seit 2017 habe ich mit dem Studium von Blockchain-Industrie angefangen und entwickle mich auch in diesem Bereich und heute im Rahmen der Akademie des Privatinvestors bilde ich aus im Bereich von Webinaren zu diesen Themen. Wenn Sie sich interessieren, besuchen Sie den YouTube-Kanal von der Akademie. Dort gibt es einen schicken Kurs zu Blockchain-Technologien, wo die Geschichte, die Ausrichtung dieses Marktes angesprochen wird. Das ist ein sehr interessantes Content, wo mit vielen Beispielen auch gezeigt wird, wie und was funktioniert. Und dort kann man auch Token gewinnen für Boni. Heutzutage bin ich Manager für Multilevel Crowd Investing und heute für Sie
werde ich über unser spezielles Produkt sprechen, schönes Produkt, Smart Portfolio. Bitte das nächste Bild. Also, liebe Freunde, die Blockchain-Technologien und die Kryptoindustrie umfasst eine sehr weite Palette von verschiedenen Bereichen. Das sind nicht nur Kryptowährungen, das ist auch Mining. Es gibt eine ganze Mining-Industrie. Es gibt keine Mining-Farmen, die industriell Kryptowährungen meinen. Es gibt private Miner, die in den Garagen die Kryptowährungen generieren. Sie haben kleinere Mining-Farmen. Heutzutage entwickeln sich die dezentralisierten Finanzen in den letzten 6 Monaten entwickeln sich sehr aktiv. NFT-Tokens, das sind einzigartige Token, zum Beispiel die Baseball-Cards in Amerika. Das ist mit der Sammlung etwas mehr verbunden. Trading, Kryptowährungen, Trading entwickelt sich sehr aktiv. Kryptowährung, Wechselstuben und Börsen entwickeln sich. Sie wissen auch, dass Visa und Mastercard, Visa hat erklärt, dass Wechsel eingeführt wird, auch zwischen Kryptowährungen. Und es gibt verschiedene Formen von Heranziehung der Investitionen, ICO, STO und IEO über Blockchain-Technologien und Kryptowährungen. Heutzutage ist der Markt für Blockchain-Industrie, also diese ganze Blockchain-Industrie, das bezieht sich nicht nur auf die Kryptowährungen und Token. Diese Industrie entwickelt sich aktiv und wächst global. Es gibt ein sehr großes Potenzial für die Entwicklung dieser Industrie. Bitte das nächste Bild. Wollen wir uns anschauen, auf die Kryptowährungen, die es 2013, 2017 gab und die es heute gibt. Wenn wir all die Projekte erfassen, als ob das ein Effektenmarkt wäre, all diese Unternehmen sind auf dem Effektenmarkt mit Aktien vertreten. Auf den Kryptowährungen, auf den Kryptomärkten sind die Unternehmen durch die Tokens vertreten. Wir haben CoinMarketCap, das ist so eine Art Wikipedia für Kryptowährungen. Und auf CoinMarketCap habe ich nachgeschaut, die Top von Kryptowährungen, die es 2013, 2017, 2021 gibt. Und diese sehen, verändert sich diese Liste seit 2015 zu den Top 20. Von den Top 20 sind nur 2 Tokens geblieben. 2017 ist noch Ethereum dazugekommen und nimmt jetzt den zweiten Platz ein. 2013 gab es diesen Token noch nicht. Bitcoin Cash ist auf den 12. Platz runtergerutscht von dem 3. Platz. Und schauen Sie bitte, 2021 sind solche Tokens erschienen wie Cardano, Binance Coin, Solana, Binance Coin. All diese Token heutzutage sind heute sehr bekannt und sind im Preis sehr stark gestiegen. Man hat sehr viel damit gearbeitet. Warum erzähle ich das Ganze? Der Markt verändert sich sehr aktiv. Es gibt immer mehr neue interessante Angebote auf diesem Markt. Und wie dieser Markt 2025 aussieht, weiß keiner. Wir wissen nicht, welche Token da beliebt sein werden, nachgefragt sein werden 2025. Also genauso möchte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass 2013 Bitcoin den 95% des ganzen Marktes eingenommen hat. Also 2012 hätte man in Bitcoin investieren können und das wäre eine richtige Entscheidung gewesen. Heute nimmt Bitcoin nur 45% des Marktes ein. Bitcoin kostet viel mehr. Es ist einfach so, dass die anderen Kryptowährungen immer mehr Anteile auf dem Markt haben und heutzutage entwickelt sich der Kryptowährung nicht nur durch Bitcoin, den alle kennen, sondern durch alle andere Token, die immer mehr interessante Möglichkeiten
bieten für die Inhaber dieser Token. Und das Wichtigste ist, dass heutzutage nicht nur diese Token sich entwickeln und die Preise, sondern auch die Blockchain-Technologien, weil hinter jedem Token, also 2017, gab es so gut wie gar nichts. Sehr wenig Interessantes gab es hinter diesen Tokens. Und heutzutage, 2021, vertreten diese Token konkrete Technologien für die Lösung von konkreten Aufgaben für die Menschen. Bitte das nächste Bild. So sieht der Markt der Kryptowährungen heute aus. Wenn wir alle Kryptowährungen zusammenfassen und alles, was damit verbunden ist, auch mit den Blockchain-Technologien, so wird Bitcoin 42% dieses Marktes einnehmen, Ethereum 18% des ganzen Marktes. Und wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Portfolio von allen Kryptowährungen nur Bitcoin und Ethereum haben, so praktisch haben Sie 60% des Marktes erfasst. Insgesamt 60%. Weitere 99 Token heutzutage umfassen 35% des ganzen Marktes. Und damit Sie es verstehen, die restlichen 12.000 Kryptowährungen nehmen nur 5% des Marktes ein. Also die ersten 100 Kryptowährungen der Welt, die ersten Top 100 nehmen 95% ein und die anderen 12.000 Token 5% des Marktes. Deswegen, wenn Sie richtig und kompetent in die ersten Top 100 investieren, werden Sie automatisch 95% des ganzen Marktes erfassen und Sie wahrscheinlich davon, dass unter diesen Münzen der Token sein wird, der Sie zum Reichtum führt, vergrößert auch Ihre Chancen, maximale Gewinne und Vorteile zu erzielen. Ich möchte noch einmal betonen, dass heutzutage der Markt sehr schnell und aktiv wächst, nicht nur auf Kosten von Ethereum und Bitcoin, sondern auch auf Kosten von anderen Token und Technologien, die dahinter stecken. Bitte das nächste Bild. Also Top 100 von Kryptowährungen nehmen 95% des Marktes ein. Und jetzt nehmen wir uns unser Produkt Smart Portfolio vor. Wodurch zeichnet sich dieses Produkt aus? Welchen Nutzen kann dieses Produkt abwerfen für unsere Nutzer, für unsere Inhaber und für die Neulinge? Die maximale Erfassung des Marktes, das ermöglicht ein ausgewogenes Portfolio zu gestalten aus diesen Top 100 Währungen, die 95% des Marktes erfassen. Das ist ein liquides Portfolio. Hier gibt es keine gesperrten Token. Sie können jeden Anteil von Ihrem Portfolio verkaufen, weil das alles sich auf Ihrem Börsencount ist. Also das wird auf Ihrem Börsenaccount gespeichert. Drittens, Balancing, Ausgewogenheit. Also dieser Service ermöglicht nicht einfach, diese 100 Währungen aufzukaufen, die 95% des Marktes einnehmen, sondern dieses Portfolio bilanziert dieses Portfolio so, dass Sie das Markt möglichst maximal erfassen. Wenn zum Beispiel eine neue Währung erscheint, die dann in diesen Top 100 Währungen kommt, so macht dieser Service Folgendes. Dieser Token wird immer mehr gekauft durch das Smart Portfolio. Wenn dieser Token, diese Kryptowährung immer weniger Platz einnimmt auf dem Kryptomarkt und letztendlich aus diesem Top 100 rausfällt, so was macht das Smart Portfolio? Das Smart Portfolio verkauft diesen Token und Sie wissen ganz genau, dass Sie immer Top 100 beste Token haben, dass Sie immer ein aktuelles Portfolio haben und das Maximum vom ganzen Markt erfassen dadurch. Bitte. Und viertens, Sie haben auch die Möglichkeit,
auf die Zusammensetzung Einfluss zu nehmen. Sie können auch in diesem Portfolio Veränderungen vornehmen, zum Beispiel bestimmte Tokens streichen, die Ihnen nicht gefallen, und eine niedrige, loyale Einstiegsschwelle. Das ist eine optimale Verbindung von dem Preis und der Qualität. Bitte das nächste Bild, was das Marktportfolio darstellt. Wir arbeiten auf der Binance-Börse. Unser Service ermöglicht es einfach, die Top-Währungen zu haben und das optimale Portfolio zu haben. Und bald wird dieser Service auch die Möglichkeit haben, auf den Börsen Huobi und Coinbase zu arbeiten. Es ist auch wichtig, dass das ganze Geld gar nicht gesperrt wird. Jeder Betrag, angefangen von dem kleinsten bis zum größten Betrag, Sie können selbst $1 Million investieren auf der Binance-Börse, Krypto-Börse. Das ist die größte und die sicherste heute. Und heute arbeitet diese Börse sehr aktiv an der Verifizierung ihrer Nutzer und verschärft die Regeln erzwungenerweise, damit die Kunden sicher arbeiten können auf dieser Börse und damit diese Börse auch den Forderungen der Sicherheit entspricht. Sie müssen auch verstehen, dass dieser Service keinen Bezug hat zum Trading, zum aktiven Management der Mittel. Alles, was mit verschiedenen Handelsrobotern zusammenhängt, die irgendwelche passive Einnahmen Ihnen verspricht, das ist was anderes. Dieser Service befasst sich mit keinem Trading. Es wird aufgekauft, ausgewogen und es wird nicht verkauft dabei. Also Ihre Aktive werden nicht verkauft. Wenn Sie Geld hinzufügen, dann wird was dazu gekauft und ausgewogen. Was kostet dieser Service? Dieser Service, also Jahreslizenz, beträgt $1,200. Es wird eine verkürzte Fassung geben in Kürze und diese Version wird dann $740 pro Jahr kostet. Warum kostet das? Also erstens, wenn wir das aufteilen in 12 Monaten, dann entfällt etwa $100 pro Monat. Also etwa Minimum $100 oder $200 wird Ihnen jeder Experte von Ihnen fordern, um Ihre Mittel zu verwalten. Und wenn Sie nachschauen, wie viel Zeit Sie brauchen für die Analyse von Top 100 von Token, für deren Aufkauf, für, so glauben Sie mir, $1,200 pro Jahr, ist eine lächerliche Summe. Die Mittel investieren Sie auf der Binance-Börse und den Zugang dazu haben nur Sie und kein anderer. Und wenn Sie für Sie den Top 100 Währungen auswählen, 1.200 zahlen Sie für die Lizenz und 2.000 sollten Sie investieren. Wenn wir das durch 100 Währungen aufteilen, dann kommen etwa $20 pro jeden Token. Manche Währungen werden für $30 aufgekauft, die anderen für $10 aufgekauft. Und wenn Sie zum Beispiel eine Währung für $39 aufkaufen, dann müssen wir einen anderen Token mindestens für $1 aufkaufen. Also das ist der minimale Betrag, mit dem man adäquat arbeiten kann auf der Binance-Börse. Wenn Sie die Strategie Top 50 auswählen,
dann müssen Sie mindestens 1.500 investieren. Wenn Sie die Strategie Top 30 auswählen, dann 600 ist der minimale Betrag. Und für die, die das testen wollen, dort wird der Strategie Top 30 nur angeboten und Sie müssen dann für Lizenz 740 bezahlen und 600 mindestens investieren. Das ist ein Beispiel. In zwei Monaten, zweieinhalb Monaten vom 6.06. bis zum 4.09. hat dieser Service durchgearbeitet. Es gab einen Durchfall auf dem Markt, also rote Zahlen gab es und dann gab es wieder Plus auf dem Markt und gerade aus diesem Testportfolio haben wir 8,9% im Durchschnitt pro Monat erwirtschaftet. Also wenn Sie den Rechner haben, um diesen Zins zu errechnen, können Sie das nachprüfen. Das nächste Bild, Sie können hier die Ergebnisse von unseren Partnern sehen, die in dieser Zeit in einem Monat oder anderthalb Monaten investiert haben. Das sind die ersten Partner, die das ausgenutzt haben. Sie sehen verschiedene Beträge, 2.000, 3.000 und jemand hat auch größere Beträge investiert. Und wie Sie sehen, hier hat man wirklich viel mehr Geld bekommen, als die Lizenz gekostet hat. Bitte das nächste Bild. Diejenigen, die das Smart Portfolio erwerben, Sie bekommen auch noch zusätzlichen Vorteil. Die Inhaber von World Group bekommen noch einen zusätzlichen Vorteil durch den Verkauf von Smart Portfolio. Warum? Weil zum World Group wird ein Teil von Geld fließen vom Verkauf vom Smart Portfolio. Sie werden in das globale Investitionsportfolio fließen und das wird entsprechend den Preis von World Crew erhöhen, den Wert von World Crew erhöhen. Teilweise werden Boni aus dem Loyalitätsprogramm ausgezahlt. Also wenn Sie World Crew haben und Sie kein Smart Portfolio haben, werden Sie indirekt sowieso Vorteile bekommen. Bitte weiter. Nur Handeln bringt ein Ergebnis. Sie können die Informationen lange studieren, Sie können sich auseinandersetzen auch, aber wenn Sie die Instrumente nicht ausnutzen und nicht testen, werden Sie kein Ergebnis erzielen. Gott sei Dank, wir haben bereits ziemlich viele Nutzer, die Ergebnisse erzielt haben. Was muss man tun, um diese Ergebnisse zu erzielen, dieses Produkt zu bekommen? Erstens, Sie müssen ein Konto auf Binance einrichten, sich registrieren lassen, verifizieren lassen, also Ihr Konto auffüllen und API-Schlüssel einrichten. Erst danach müssen Sie das Produkt kaufen. Also machen Sie es nicht übereilig. Vielleicht entstehen irgendwelche Probleme mit der Binance-Börse und dann haben Sie das Produkt, also die Lizenz wird schon bezahlt, und Sie werden dieses Produkt nicht ausnutzen können, weil irgendwelche Probleme mit der Binance-Börse erfassen. Deswegen zunächst Registrierung, Verifizierung und Auffüllen des Kontos. Wenn Sie damit fertig sind, dann müssen Sie das Portfolio kaufen. Und der zweite Schritt ist die Registrierung im Crypto-Unit-Kabinett, Auffüllen des Kontos, Aufkauf dieses Services. Dort installieren Sie die Schlüssel von der Binance-Börse und dort können Sie Ihre Strategie dann einstellen. Und jetzt werden wir uns diese Schlüsselschritte vornehmen. Bitte das nächste Bild. Das ist die Binance-Börse. Im Abschnitt der Einstellungen können Sie hier unten vorfinden, unten links API Management. Also in diesem Management müssen Sie die API-Schlüssel einrichten und Sie sollten ein Kreuzchen stellen, die marginale Handel, für den marginalen Handel, also dem Service genehmigen, auch die Tokens aufkaufen und verkaufen. Wenn Sie alles eingestellt haben auf der Binance-Börse, können Sie in unserem Account
in den Abschnitt Crew gehen und in diesem Abschnitt im Smart Portfolio das Service aufkaufen, den Service aufkaufen. Oben gibt es eine Taste, virtuelle Taste Learn More. Und hier können Sie alle Webinare sich aufrufen und anschauen zu diesem Thema. Auch dieser Webinar wird dort zugänglich sein. Also Sie werden dort in der Liste die Webinare vorfinden können. Und unten sehen Sie noch eine Taste Instruction for Working with Smart Portfolio. Und dort gibt es schrittweise Einweisungen, wie man sich auf der Binance-Börse registriert, wie man sich verifiziert, wie man die AP-Schlüssel einrichtet, wie man unser Portfolio aufkauft, wie man das Portfolio einstellt. Ganz klare Einweisungen, die Ihnen behilflich sein werden. Etwas tiefer gibt es auch Hinweise auf die Tabelle für die Erfassung der Erträge, damit Sie dieses Instrument nachprüfen können. Dieses Instrument erfasst nur die Mittel auf Binance, auf der Binance-Börse. Und aus dem italienischen Sprachraum wird jetzt gebeten, etwas zurückzusetzen, weil dort die Bilder nicht ausgewechselt wurden. Also noch einmal, ich denke, beim Video wird das angepasst. Also sehen Sie, oben haben Sie diese virtuelle Taste Learn More. Hier können Sie sich alle Webinare anschauen, die wir abgehalten haben zu diesem Produkt Smart Portfolio und zu den Investitionsinstrumenten. Und tiefer gibt es noch einen virtuellen Knopf Instruction for Working with Smart Portfolio. Dort gibt es Videoeinweisungen für die Anmeldung auf der Binance-Börse. Zur Verifizierung, zum Einrichten von AP-Schlüssel und all diese Einweisungen gibt es da. Und etwas tiefer wird es Knopf geben für den Aufkauf des Produktes, also der Lizenz für das Produkt. Bitte das nächste Bild. Nach dem Aufkauf, nach dem Kauf werden Sie diesen Knopf haben zum Smart Portfolio übergehen und so geraten Sie in Ihren privaten Account. In Ihrem privaten Account, in dem ersten Abschnitt, setzen Sie die Public Keys und die privaten Keys, die Sie auf der Binance-Börse bekommen haben. Hier werden auch die Börsen Huobi und Coinbase sein und dann drücken Sie auf den Knopf zum Smart Portfolio weiter. Und hier steigen Sie in den Abschnitt der Bilanzierung und hier können Sie einstellen, welche Tokens und wie oft angepasst werden sollten. Und hier können Sie zum Beispiel Tokens aus der Liste ausschließen, die Ihnen nicht gerade gefallen. Und hier stellen Sie die Anzahl der Tage, die Regelmäßigkeit, wo der Service nachprüfen sollte, inwieweit Ihr Portfolio aktuell ist und dieser Service passt Ihr Portfolio immer wieder an. Also je nachdem, welche Token auf dem Markt mehr Anteile haben. Bitte das nächste Bild. Und weiterhin wird es grünen Kopf geben, also die Strategie starten oder stoppen oder umbestellen, umrechnen, wenn Sie zum Beispiel Mittel hinzugefügt haben oder verkauft haben, dann verrechnet der Service diese Beträge neu und Sie können auch Ihr Portfolio verkaufen und Sie können alle Tokens verkaufen und USDT vollständig bekommen oder Sie können nur einen Teil vom Portfolio verkaufen. Bitte das nächste Bild.
Jetzt werden wir auch über den Kryptowährungsmarkt sprechen und am Ende kommen wir zu den Fragen. Bevor ich anfange, werde ich hierher umschalten. Sehen Sie meine Grafiken? Vielen Dank. Das Erste, was ich zeigen wollte, das sind die Ergebnisse der Arbeit unseres Produktes in diesem Zeitraum. Wir haben momentan, wir haben noch 63 Lizenzen. Nachdem wir alle 200 verkaufen werden, werden wir diese verkürzten Fassungen haben und wir werden eine uneingeschränkte Menge verkaufen. Die ersten 200, die das aufkaufen, werden in geschlossenen Chat meine Insider-Informationen bekommen können. Also die ersten Einnahmen hat man auf die Konten von UGPay Group überwiesen und sie werden das globale Portfolio aufgenommen. Also $50.000 sind für die Binance-Börse bestimmt. Jetzt bekommen wir Genehmigungen und Lizenzen und wir öffnen jetzt ein Konto nicht für irgendwelchen Trader, sondern für das Unternehmen UGPay Group, für World Crew and Company. All diese Konten legal werden eröffnet und dann können wir den entsprechenden Aufsichtsorganen der USA berichten. Und die Bitcoins, die ja, auf Binance-Börse gekauft werden, diese Token werden dann zunehmen und werden natürlich den Wert von World Crew vergrößern. Wer das verstanden hat, dass das Wachstum von Bitcoin auch das Wachstum von World Crew fördert, setzen Sie bitte ein 1 in den Chat ein. Ausgezeichnet. Wenn Sie sehen in der nächsten Zeit, dass der Bitcoin wächst, dann können Sie hundertprozentig davon ausgehen, dass auch das den Wert von World Crew vergrößert. 15.000 sind bereit für den Rückkauf von World Crew und $17.000 wird auf der Unitex-Börse untergebracht, um die Tokens aufzukaufen von dieser Börse. Wir haben 2.400 noch investiert auf einem Test-Account und diese Mittel werden auch dem globalen Investitionsportfolio zugeführt. Und wenn Sie sehen, das ist das gerade Test-Account ist, das wir am 12. August eingerichtet haben, wie dieser Service seit dem 12. August gearbeitet hat. Sie sehen, dass hier die Strategie Top 30 ausgewählt ist und die, diese Auswuchtung einmal pro Monat eingeführt ist. Also sprich, also diese Tokens sind am 12. August aufgekauft worden und so liegen sie aus. Also das ist die schlimmste Strategie, die es gibt. Wir machen das speziell, um die schlimmsten Varianten zu testen. Wenn Sie das Instrument richtig ausnutzen und richtig einstellen, wird dieses Instrument Ihnen viel mehr Einnahmen bringen können. Und Sie sehen, dass wir auf der Binance-Börse 2.400 investiert haben und heutzutage, ich habe heute früh gerade nachgeschaut, heute Morgen angeschaut, also der Markt schwankt ständig, also deswegen sehen wir diese Schwankungen, aber heute früh hatten wir bereits darauf $2.805, also unsere 2.400 haben sich vergrößert um $400. Die restlichen Mittel, die funktionieren noch nicht, also die werden noch nicht genutzt, weil noch die entsprechenden Konten nicht eingerichtet sind. Jede Woche werden wir eine gewisse Bilanz sehen und wenn die
Grundmittel auf Binance liegen, dann werden sie auch sehen, wie die Zahlen sich verändern. Sie werden auch sehen, wie das Kapital sich vergrößern wird und auch den Wert von Worldpool vergrößern wird. Sie werden auch sehen, dass alte Mittel liquide sind und wie schnell unser Portfolio wächst. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass bereits in der letzten Woche das minus 22% gewesen sind und heute minus 11% auf Kosten dessen, weil wir momentan erst verkaufen. Der Zuwachs des Kapitals ist nicht sehr groß, aber unter Beachtung von diesen 50.000, wenn wir hier zum Beispiel das so umstellen und den Nettogewinn uns anschauen, so werden wir sehen, dass die Mittel auf der Binance-Börse mit der Geschwindigkeit von 8,88% pro Monat zunehmen, zuwachsen. Also in dieser Spalte sehen Sie, wie schnell unser Portfolio zunimmt, also mit welchem komplexen Zins unser Kapital zunimmt. Wer hat es verstanden hat, wovon ich jetzt rede, setzen Sie bitte Pluszeichen in den Chat. Ausgezeichnet. Damit Sie sich noch einmal davon überzeugen, also wir nehmen uns 2000 vor und diesen Rechner für den komplexen Prozent und wir geben da 8,88% Zins also ein und Sie sehen, in 2 Monaten von August an verwandelten sich unsere 2400 in 2800. Also diesen Zins kann man in diesen Rechner für den komplexen Zins einsetzen. Und wenn sich das so sich fortsetzt, so wird unser Portfolio sehr schnell wachsen, gute Ergebnisse liefern. So, was den Bericht anbetrifft, so denke ich mir, dass alles verständlich ist. Außerdem habe ich hier ein interessantes Ergebnis. Ich wollte es Ihnen gerade zeigen. Ja. Hier im Kundenkonto haben wir eine Tabelle, wie man das Portfolio pflegt. Einer der Partner hat mir seine Tabelle zukommen lassen. Sehen Sie das in Excel? Ja, wir sehen das. So. Für 1200 hat er Smart Portfolio gekauft. Insgesamt hat er über Binance 3422 Dollar investiert. Sein Kapital auf der Binance-Börse beträgt 2413. Unter Berücksichtigung dessen, dass auch der Service was kostet, schreibt er rote Zahlen, aber 2400 wurden 2500 weniger als in 15 Tagen. Wenn wir diesen Betrag weggenommen hätten, hätten wir plus 25% bekommen. Also hätten wir einfach das Portfolio, die Kosten für das Portfolio heruntergenommen. Weniger als in einem Monat haben seine Kapitale um 25% in einem Monat zugenommen. Aus meiner Sicht sind das ganz schicke Renditen. Und das ist alles vollkommen liquid. Das ist die Binance-Börse und Sie können jederzeit dieses Geld abrufen. Meine Freunde, wollen Sie denn nicht so ein erstklassiges Produkt erwerben? Ich denke, durchaus. Gut, vielen Dank. Der nächste Teil unseres Webinars wird sich der Entwicklung von
Kryptomärkten widmen. Es gibt eine ganz interessante Internetseite aus meiner Sicht mit ganz vielen Grafiken. Ich möchte hier zeigen, wie sich der Markt von Kryptowährungen entwickelt im Allgemeinen. Sie sehen hier Total. Total heißt Crypto Total Market Cap. Das heißt, die Kapitalisierung, die Gesamtkapitalisierung von allen Kryptowährungen. Diese Grafik wird für uns von Interesse sein. Sie sehen, die Kryptowährungsindustrie ist praktisch an den Spitzen. Wenn wir Bitcoin selbst uns anschauen, einfach Bitcoin, da haben wir in etwa in derselben Zeitspanne die Situation, dass Bitcoin wieder zugenommen hat in der letzten Woche. Also ganz schön zugenommen. Aber ziemlich weit noch von den Peaks entfernt, von den Höhepunkten entfernt. Also Sie sehen hier noch 19% muss Bitcoin zulegen, um das Maximum zu erreichen. Wenn wir die gesamte Marktkapitalisierung uns anschauen, so sehen wir 5% bis zum Maximum. Wovon zeugt das? Bitcoin reicht erstmal noch nicht bis zu seinem Maximum. Es reichen nicht 19% und die Kryptowährungsindustrie insgesamt hat ein leichtes Minus von 5%. Wovon zeugt das? Dass alle anderen Kryptowährungen, Ethereum und so weiter und so fort, sich schneller, rasanter entwickeln, als das bei Bitcoin der Fall ist. Deshalb wächst die Kryptowährungsindustrie und nicht weit ist die Stunde, wo Ethereum von dem zweiten Platz herabgesetzt wird. Auch Bitcoin wird vielleicht nicht die Nummer eins sein. Früher nahm Bitcoin 95% des Marktes ein und heute nur 45% des Marktes. Und der Anteil wird immer geringer werden, denn es kommen neue erstklassige Kryptowährungen hinzu. Was wird nun weiter passieren? Ich sage immer allen meinen Partnern und insgesamt, man kann nicht wirklich voraussagen, wohin der Markt geht morgen, nach oben oder nach unten. Das ist der Kaffeesatz lesen. Wir sind ja keine Kaffeesatzleser. Wir sind Investoren. Investoren haben immer einen deutlichen finanziellen Plan und ein genaues Verständnis dafür, was man macht. Ich sage immer, Kollegen, ihr sollt immer zwei Pläne haben, in Abhängigkeit davon, wie sich die Situation entwickelt. Was machen Sie, wenn der Markt wächst? Was machen Sie, wenn der Markt sinkt? Sie werden immer Geld verdienen. Stellen wir uns die Situation vor. Was kann nun in der nächsten Zeit passieren? Wir haben eine gewisse Ebene. Wir haben hier zum Beispiel die obere Grenze vom Markt, also der Deckel vom Markt. Wenn der Preis diese Spanne übertrifft, also es kann hier eine Korrektur eingefügt werden. So ist die Wahrscheinlichkeit. Es besteht auch durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt diese Höhe nicht erreicht und eine Korrigierung nach unten erlebt. Die Frage, was machen wir, wenn wir heute investiert haben und wenn zwei Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungsoptionen bei uns da sind. Wenn der Markt wächst, dann ist alles einfach. Was kann man machen? Aber wenn Sie zu einem Preis gekauft haben und morgen der Markt eine positive Tendenz erlebte und alles teurer wurde, was würdet ihr machen? Schreibt bitte im Chat, was ihr machen würdet in einer solchen Situation. Die einen schreiben, warten, die anderen Gewinne festhalten. Im italienischen Chat schreibt man verkaufen. Gut, verkaufen, okay. Ein Teil in Kaviar
überführen. Ah, Entschuldigung, in Crew, in Crew-Units überführen. Und noch ein paar weitere Varianten. Alle haben irgendeinen Plan und irgendeine Strategie. Und wenn der Markt nach unten geht, was machen wir dann? Was machen wir in einer solchen Situation, wenn wir heute gekauft haben und der Markt nach unten gegangen ist? Wir werden kaufen, wir werden noch was dazu erwerben. Und wir alle müssen immer zwei Optionen parat haben. Was machen wir, wenn alles nach oben geht und nach unten? Wenn Sie einen kleineren Betrag investiert haben, angenommen von 2.000 haben Sie 2.500 verdient. Ist es wirklich sinnvoll, dass Sie den Gewinn jetzt schon festhalten? Wenn wir den Markt uns globaler anschauen, werden wir feststellen, dass der noch durchaus Raum nach oben hat. Er kann mit gigantischen Schritten weiter marschieren. Wer meint insgesamt, dass sich der Kryptowährungsmarkt weiterentwickeln wird? Global gesehen, in globaler Hinsicht. Schreiben Sie dann bitte ein Pluszeichen. Genau. Selbst bei einem bei einer Situation, wo alles ein bisschen absackt, erleben wir eigentlich noch einen deutlichen Aufstieg. Wenn Sie erst anfangen, in die Kryptowährungsindustrie zu investieren, können Sie am Anfang sich überhaupt keine Sorgen machen. Sie können zukaufen bei jedem Preis, denn wenn Sie hier kaufen würden, hier und hier, so ist es überhaupt nicht wichtig, wo das passiert, oben oder unten. Hauptsache, wo Sie Ihren Gewinn fixieren, hier oder hier. Ich hoffe, alles erklärt zu haben. Wer mich verstanden hat, schreiben Sie wieder eine 5 im Chat. Wer das verstanden hat, da wunderbar. Und das Interessante dabei, das Smart Portfolio ermöglicht es Ihnen, nicht weiter darüber Gedanken zu machen, welche Kryptowährungen eigentlich on top sind. Cardano, Bitcoin und so weiter und so fort, das haben wir alle vor Augen. Welche Währungen hier die Wichtigkeit erwerben, wissen wir noch nicht. Aber Smart Portfolio ermöglicht es, dass wir alle Währungen in unserem Angebot haben. Wer möchte gerne etwas erfahren über die Situation auf unserer Unitex-Börse und meine Vision, meine Meinung zu unserem Crew-Token? Schreiben Sie bitte darüber im Chat. Schreiben Sie, was sich bei uns abspielt. Wer beobachtet übrigens den Preis von Crew? Ja, Crew und so weiter und so fort. Ja, wunderbar. Mir gefällt diese Grafik sehr. Ich bin einfach total fasziniert davon, was auf dem Markt derzeit geschieht. Wir alle haben gesehen einen deutlichen Verfall von den Preisen eine Zeit lang. Aber worauf möchte ich Sie in erster Linie aufmerksam machen? Ich möchte Sie aufmerksam machen auf die Umsätze. Schauen Sie von unten diese Spalten. Diese Spalten zeugen davon, wie viel Token im Umsatz sind auf der Börse an einem konkret genommenen Tag. Jede Spalte ist ein Tag. Und der Verkauf hat am 20.03. begonnen und Schritt für Schritt hat man dann verkauft, gekauft und so weiter. Am Anfang hatten wir sehr lange solche kerzenförmige Tendenzen. So, Kerzen mit einem langen, langen Schwanz. Das ist ein Zeichen dessen, dass man nicht genügend Liquidität auf der Börse hatte und die Preise schwankten. Jetzt sehen Sie, dass diese Kerzen wesentlich kleiner geworden sind. Achten Sie darauf.
dass die Grafik sich langsam dem ähnelt, nähert, was wir auf großen Märkten sehen. Meine Meinung zu der Situation. Achten Sie bitte auf Folgendes, was sich in den vergangenen einigen Monaten abspielt. In etwa am 8. oder 9. August hatten wir ein wesentliches Pumpen auf der Börse und dann hat sich der Preis mehr oder weniger stabilisiert. Hier hat man gekauft für 0,12 Dollar. Hier konnte gut gewonnen werden, indem man gegen 0,15 verkauft. In zwei, drei Tagen konnten 30 bis 40% verdient werden. Dann ging der Preis nach unten und stürzte auf die Spanne bei einem Cent. Also wir hätten noch weiter tiefer gehen können, aber das haben wir nicht getan. Und hier kommt es zu einer gewissen Speicherung und dann zu einem weiteren Pumpen. Alles, was Sie hier sehen, wird nicht vom Unternehmen gemacht. Andrei Khavratov ist selber schockiert davon, was passiert. Ich frage ihn, was machen Sie hier? Und er sagt, wir tun da gar nichts. Wir haben überhaupt keinen Bezug darauf. Wer macht das? Das ist die Frage. Es gibt wohl auch irgendwelche Player auf dem Markt, die ziemlich professionell den Markt aufblasen, aufpumpen und gutes Geld damit verdienen. Dass sich das Ganze mehrfach wiederholte, spricht das dafür, dass wir auf unserem Markt professionelle Spieler haben, die Gunst ganz gut verdienen. Und passen Sie auf, was jetzt passiert. Die sind dabei, den Preis zu unterdrücken. Hier kommt es zu einer Speicherung und dann schießt der Preis in die Höhe und da wird ein Gewinn fixiert. Da lag der Preis bei 11 Dollar und hier bei 2 Cent. Also man konnte praktisch 100% in einer oder in zwei Wochen machen. Also stellen Sie sich vor, buchstäblich in einer Woche. Und da wird der Preis nochmal unterdrückt. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil ich ganz genau weiß, dass der Preis von Crew weiter zunehmen wird, weil das Unternehmen daran arbeitet, die Nachfrage zu steigern. Es wird eine Buyback geben von Crew. Es werden weitere Unternehmen herangezogen. Im Kundenkonto wird man die Option haben, eigene Token zu erstellen. Dafür sind Crew erforderlich. Die Knoten werden geschafft und dafür sind eben Crew erforderlich. Crew kann man immer gegen Volt Crew tauschen und je höher der Preis, desto günstiger der Umtausch. Wenn Sie aber wollen, Volt Crew zu kaufen für 10 Cent, wer möchte das? Wer möchte wissen, wie man Volt Crew gegen 10 Cent kauft? Schreiben Sie eine 10 im Chat. Ich erzähle Ihnen über die Technik, wie das funktioniert. Das habe ich schon einige Male erklärt bei den vorigen Webinaren. Ja, wie kauft man Volt Crew für 10 Cent? Sehen Sie mein Whiteboard. Volt Crew kostet aktuell 1 Dollar, währenddessen Crew 0,015 kostet. Die Konvertierung kostet den Unterschied zwischen dem und dem. Also die Konvertierung kostet 0,015. So viel. Genau. 0,985. Das ist eben der Preis der Konvertierung. Wenn Sie jetzt kaufen für 0,015,
Und wenn Sie abwarten, bis der Preis steigt und dann irgendwann 0,1 beträgt. Das wird dann der Preis von Cru sein. Der Preis wird einem Dollar gleichen. Also der Preis, die Kosten für die Konvertierung werden liegen bei, wir hatten Taschenrechner bei der Hand, 5,11. Null, also 15 Cent. Und wir fügen noch hinzu den Preis von Cru plus 0,015 und da kommen wir auf 0,13. Das heißt, Sie können Volt Crew zu diesen Konditionen erwerben. Ich hoffe, das Prinzip ist klar. Sie können Volt Crew erwerben für 13 Cent. Wenn Sie ein bisschen weiter noch abwarten, je näher, je teurer Crew, desto günstiger ist die Konvertierung. Und die Menschen, die das verstehen, kaufen Crew auf dem Markt und je günstiger Sie Crew auf dem Markt kaufen, desto besser wird es sein. Also ich werde Crew ankaufen, solange der nach unten geht, weil ich später Volt Crew noch günstiger bekomme. Für heute bin ich fertig und jetzt gehen wir über zu den Fragen und Antworten. Fragen und Antworten. Fangen wir an mit ausländischen Chats, um das Ganze ein bisschen schneller abzuarbeiten. Wie kann die beste Strategie installiert werden, um mehr Geld zu verdienen? Wenn das Smart Portfolio anbetrifft, dann besteht die beste Strategie in 7 Tagen Bilanzierung, also damit unser Service, unser Portfolio so häufig wie möglich bilanziert. Es wäre schön, wenn der Markt im Sinken ist. Es wäre schön, noch mehr Kryptowährung bei Flauten zu kaufen. Ich würde nicht empfehlen, dass Sie das tun. Also wenn der Preis zunimmt, würde ich empfehlen, dass Sie einen Teil des Portfolios verkaufen, nicht alles. Und dabei verkaufen Sie die Token, die am teuersten geworden sind. Sie können einzeln auf Binance diese Posten verkaufen und den Gewinn davon, von diesem Anstieg, würden Sie umverteilen im Portfolio zwischen allen anderen Token. Darüber hinaus würde ich noch empfehlen, ich würde das sogar so selber machen. Wichtig ist, dass wir Ihnen nichts fest empfehlen können. Wir können Ihnen erzählen, welche Möglichkeiten, Eventualitäten es gibt. Aber Entscheidungen müssen Sie selber treffen. Ich könnte zum Beispiel noch Folgendes machen. Also ich würde Bitcoin und Ethereum ausschließen. Also ich würde sie aus dem Portfolio ausschließen. Ich würde sie anderswo aufbewahren. Entweder auf Unitex-Börse. Der Plan zu unserem Smart Portfolio, wie es in unserem globalen Investitionsportfolio funktionieren wird, auf Binance werden wir mehr Altcoin kaufen.
denn es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass einige Altcoin noch übergroßes Ergebnis zeigen würden. Also ich hoffe, Ihre Frage beantwortet zu haben. Weitere Fragen? Ich möchte gerne wissen, wie man den Gewinn errechnet, wenn ich mit Rendite von 50% verkaufe. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn Smart Portfolio plus 50% zeigt, also Sie haben meinetwegen 2.000 investiert, Sie haben im Endeffekt 3.000 bekommen, das sind 50% plus. Ich würde nicht mal versuchen, etwas zu fixieren. Na gut, okay, Sie haben $1.000 gewonnen. Und was sind $1.000 heute? Welchen Sinn ergibt dieses 1.000? Dann geht der Markt weiter nach unten und Sie haben statt 2.000 1,5. Das lohnt sich nicht wirklich. Also das kann man natürlich fixieren. Man kann anderswohin investieren. Aber damit das Instrument wirklich effektiv arbeitet, würde ich von einer anderen Strategie Gebrauch machen. Die 8 Regeln des privaten Investors. Wer kennt das erste Gebot des privaten Investors? Was sagt es? Schreiben Sie das bitte im Chat. Innerhalb eines Jahres würde ich einfach, oder 2 Jahren sogar, würde ich einfach immer etwas hinzufügen. Egal, ob Sie Gewinne machen oder also $200-300 sollten Sie hinzufügen jeden Monat. Und der Kryptowährungsmarkt bewegt sich nach oben, nach unten, aber global gesehen wächst alles. Und wenn Sie im Jahr 2000 investiert haben, also am Anfang 2000 und weitere 2000 im Verlaufe des Jahres, insgesamt haben Sie $4.000 investiert. Und wenn anstatt von $4.000 Sie 40 haben, nicht 50%, sondern 40, wenn Sie 1000% machen, wenn Kryptowährungen um ein Vielfaches wachsen, dann lohnt es sich, dass Sie einiges investieren, gewinnen. Wenn Sie 4.000 investiert haben und 10 abgeholt, dann ist das ein gutes Ergebnis. Und interessanterweise arbeitet das Geld weiter. Das wird aus meiner Sicht die effizienteste Strategie sein, als man versucht, dieses Geld irgendwo hin und her zu schieben. Investitionen sind wie Bergsteigen. Ich war am 30. Juni auf Elbrus. Ich war im Gebirge in diesem Sommer. 5.000, 5.500 über normal Null. Wir sind als Gruppe gegangen, ganz, ganz langsam mit kleinen Schritten. Wenn ich versucht hätte, diesen Berg im Schnelllauf zu besteigen, wäre ich sehr bald kraftlos. Aber da ich kleine Schritte und ruhige Schritte gemacht habe, habe ich die Spitze erreicht. Das war schwer, sogar sehr schwer an manchen Stellen. Aber es war alles gemäßigt, planmäßig und ruhig. Und das Ergebnis ließ auf sich nicht lange warten. Das ist genauso mit Investitionen. Wenn Sie sich das Ziel vorgegeben haben, wenn Sie verstanden haben, wofür Sie das tun, und so gehen Sie ruhig an das Ziel. Wollen Sie $1.000.000 haben? Wer möchte $1.000.000 haben? Ich habe $1.000.000 und ihr habt ihr 1 Million. Fast alle haben hier Millionen, wahrscheinlich. Wenn Sie zu dieser Million kommen wollen, müssen Sie langsam Schritt für Schritt zu diesem Ziel kommen. 10% zurücklegen, investieren, Einnahmen und Ausgaben erfassen,
Dafür haben Sie diese Tabelle. Wir haben die Tabelle dafür erstellt, damit Sie sehen, wie Ihr Geld sich entwickelt. Dann eine Frage aus dem spanischen Chat zur Tabelle. Also die kann irgendwie nicht in andere Sprachen übersetzt werden. Gibt es in anderen Sprachen? Diese Tabelle kann man automatisch übersetzen lassen. Wenn Sie die Tabelle aufmachen, dann sehen Sie bereits das ist die Tabelle hier. Wenn Sie die aufschlagen, sehen Sie diese im italienischen Chat? Ja, ja, wir sehen sie. Dann sollten Sie hier die Sprache auswählen. Hier für Italienisch. Es war die Frage aus dem spanischen Chat. Ja, ja, bitte sehr. Auch. Sie können sich die x-beliebige Sprache auswählen und Google wird das Ganze in die richtige Sprache übersetzen und Sie haben in der Tabelle alles gut. Ja. Auch Hindi geht. Selbst wenn diese Sprache hier nicht zu finden ist, können Sie die hier einfügen. Sehen Sie, es ist alles klasse. Und natürlich haben wir Englisch, denn Englisch ist Standard für alle. Das ist bei weitem nicht kompliziert. Wenn Sie das aufmachen, hier haben Sie einen Link, sollten Sie sich eine Kopie erstellen auf dem Disk. Denn ich bekomme Anfragen wegen des Zugangs zu dieser Tabelle. In dieser Tabelle können Sie nichts verbessern. Sie müssen sich eine Datei herunterladen. Sie sollten eine Kopie anlegen auf Google Disk und dann können Sie schon Ihre Veränderungen einbringen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ivan, eine weitere. Wann wird wann können wir Crew-Preise erhöhen? Wann werden wir Akademie für Privatinvestor auf der Unitex-Börse sehen? Abschlüssel, also Sie können die Schlüssel hier erstellen, kein Problem. Die Sache ist die, dass wir vielleicht noch ein paar technische Momente haben. Der Kollege soll mich anschreiben, dann sehen wir zu. Nicht alle Boots sind gleich gut. Das muss auch noch verstanden werden. Und wohin muss der Mensch das schreiben? An den Support. Er soll um meinen Kontakt bitten und da wird ihm das vermittelt. Oder im Leader-Chat seiner Region kann er mich anfragen. Dann sehen wir zu, was das für ein Boot ist. Also meine Kontaktdaten kann man ziemlich einfach ausfindig machen. Oder er kann einfach googeln, Ivan Polujanchik. Ich habe eine eigene Internetseite, kann zu meiner Person ganz viel finden. Am besten gleich Telegram schreiben. Aber nicht zu viele Fragen in Telegram. Kommen noch weitere Fragen? Jetzt wächst der Markt. Welchen Rat können Sie uns geben wegen der Investition jetzt im Moment? Oder sollte man am besten abwarten, bis der Markt wieder absackt? Das hängt von der konkreten Situation ab, von der konkreten Person ab. Ein einfaches Beispiel. Ob Sie jetzt diese Grafik sehen,
Wir tun das hier weg. Moment. Ich nehme das in die Hand. Wo ist unser Gummi? Radiergummi. Das tun wir weg. Und ich zeige Ihnen am Beispiel, wie das geht. Also angenommen, wir haben eine Situation mit unserem Smart Portfolio, was wir alles begonnen haben. Wenn der Mensch, also ein ähnliches Beispiel, am 13., am 12. August hat der Mensch etwas begonnen. Er ist in den Markt eingetreten und hat angefangen zu investieren. Der Markt hat seither um 26% zugenommen. Ist einer in den Markt eingestiegen mit $10.000, hat er 12.500. Andererseits, wenn der Mensch in den Markt eingetreten ist, an diesem Punkt, dann kann er unter Umständen noch Minus machen. Und wenn der Mensch angefangen hat, in Kryptowährungen hier zu investieren, an diesem Punkt, schauen Sie hier, als Bitcoin unter 10.000 kostete. Und da haben wir drei Personen. Die eine hat angefangen, vor langer Zeit zu investieren, hat billig gekauft. Der andere am Anfang des Jahres, aber hat ungünstig gekauft, wo Bitcoin ziemlich teuer lag. Und der dritte ist vor kurzem eingetreten. Wie meinen Sie, haben diese drei Personen gleiche Antwort auf die Frage, was soll ich heute tun? Ich kann also diese Frage nicht beantworten, ohne die Situation eines konkreten Menschen zu wissen. Also da kann keine pauschale Antwort gegeben werden. Das ist eben das Problem oder der Sinn des Investierens. Es gibt keine vollkommen identischen Menschen. Was man in der einen oder der anderen Situation tut, ist abhängig von der konkreten Situation eines konkreten Menschen. Allenfalls, wenn einer erst neu auf dem Markt ist, kann ich sagen, 3, 5 Jahre muss er Aktiva sammeln. Nach der besagten Regel 10% zurücklegen und investieren, lernen. Also das, was unsere Gebote der Investoren sagen. Ich beschäftige mich mit Investitionen seit 2014. So lange bin ich schon dabei. Ich habe Bitcoin gekauft, als eine Einheit, als eine Münze 3.500 kostete. Wenn ich jetzt gegen 30 oder 60 meine Münzen verkaufe, werde ich gut verdienen. Also wenn der Preis bei 30 liegt, habe ich ordentlich verdient. Und wenn bei 60.000, dann ist es okay. Wenn einer Bitcoin gekauft hat zum Preis von 60.000, und wenn er seine Münze verkauft in dem Moment, wo sie gerade auf dem Stand von 30 notiert wird, dann schreibt man halt große Verluste. Es ist sehr davon abhängig, wie die Geschichte, wie die Historie war. Ich hoffe, ich habe ein wenig auf Ihre Frage geantwortet. Ich habe gesagt, zwei Pläne müssen Sie immer parat haben. Wenn der Markt nach oben geht, gehen Sie so und so vor. Und wenn der Markt nach unten geht, dann ein bisschen anders. Und das war es dann auch. Aus dem holländischen Chat gibt es eine Frage. Wie ist das verbunden mit dem Limit von 15.000 und mit dem Verkauf von Kru, der im Februar 2022 beginnt? Wie ist es mit unserer Ausbildung zum Profi-Investor verbunden? Eine sehr gute Frage. Ich wollte das sogar erwähnen. Gut, dass Sie das gesagt haben. In Russland, zumindest in Russland, gibt es einen Spezialisten, er heißt Anatoli Aksakov.
Das ist ein hoher Staatsbediensteter, der für Kryptowährungsregulierung zuständig ist. Er hat am 6. buchstäblich gestern gesagt, dass die Russische Föderation, dass die russische Gesetzgebung es ermöglicht, dass Menschen, die keine qualifizierten Investoren sind, begrenzt werden von Investitionen in Kryptowährungen, angeblich mit dem Ziel, mit dem Zweck, Menschen gegen Verluste zu schützen. Das ist natürlich kein besonders gelungener Anlass, aber wir sehen eine Tendenz, dass die Kryptowährungsindustrie eine stärkere Regelung erleben wird und je weiter, desto härter. Und wenn wir über die Akademie für Privatinvestoren sprechen und über den Kurs Profi-Investor, so habe ich den ersten Teil bereits durchgenommen und wurde zertifiziert. Von der russischen Aufsichtsbehörde als qualifizierter Investor. Ich habe jetzt auf Finanzbörse mein Konto und werde dort als qualifizierter Investor angesehen. Das gibt mir die Möglichkeit, bei Veränderungen der Gesetzgebung, selbst wenn das eintritt, weiter ruhig in Kryptowährungen zu investieren. Sehen Sie, was die Akademie für Privatinvestoren jetzt Wichtiges tut. Sie bereitet die Menschen darauf vor, dass sie bereit sind, nicht nur Wortkrug zu verkaufen oder anzukaufen, sondern sie sollen befähigt sein, innerhalb der Blockchain-Industrie zu handeln. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass in einem Jahr oder in zwei Jahren die Situation eintritt, dass nur diejenigen in Kryptowährungen investieren können, die eine Bestätigung bekommen, sie wären keine Idioten. Es kann alles, wirklich alles passieren, aber nur die Menschen, die über Kenntnisse verfügen, sind gefeit. Also wenn du informiert bist und dann bist du bewaffnet. Du hast eine Waffe in der Hand und du kannst besser da stehen als alle anderen, Menschen. Zu den Limits. 15.000. Ein Limit auf der Börse ist wohl gemeint. Ein Limit auf der Unitex-Börse. Die Limits sind hier verbunden nicht in erster Linie mit der Qualifizierung eines Menschen, sondern mit den Möglichkeiten der Börse. Die Börse ist bei uns erst jung und sie entwickelt sich ganz aktiv tatsächlich. Und die Limits existieren einfach, damit kein Komplott stattfindet und damit nicht alles Geld ausgebeutet wird. Geld ist da, die Überweisung dauert halt ein bisschen und diese Limits sind mit diesen Sachen verbunden, also wenn es sich um die Börse handelt. Die nächste Frage. Ivan, wo kann ich einen persönlichen Chat finden? Ich habe Smart Portfolio vor zwei Wochen gekauft. Sprechen Sie den Support an. Sie haben den Link zu diesem Chat. Wenn alle 200 Pakete gekauft sind, machen wir einen E-Mail-Verteiler für diejenigen, die noch nicht in meinem Chat sind. Ich werde ganz aktiv arbeiten mit den ersten Nutzern. Und für den Rest machen wir den allgemein Chat, wie wir den zur Akademie, zu Eugen pflegen und. Da können wir darüber hinaus noch über Kryptowährungen sprechen und so weiter und so fort. Noch eine Frage aus dem spanischen Chat. Wie sollen wir unsere Verdienste aus Smart Portfolio reinvestieren? Die müssen nicht reinvestiert werden. Kryptowährung nimmt entweder preislich zu oder eben nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass es hier kein passives Einkommen gibt wie bei der Bank. Es ist nicht so, dass wir ein Depot haben, das verzinst wird. Ein einfaches Beispiel. Sie haben ein Gemälde von Rembrandt gekauft für $1 Million. Irgendwann kostet nach 3, 5 Jahren das Gemälde teurer
Aber das Gemälde hat sich nicht vervielfacht, nicht verzweifacht. Das ist einfach teurer geworden. Wir haben hier Kryptowährungen, die entwickeln sich positiv oder nicht unbedingt positiv preistechnisch. Und heute hatten wir 2000 Dollar im Äquivalent und morgen haben wir 5000. Also hier muss nichts weiter geschehen. Also keine Reinvestition findet statt. Hier werden die Aktiva einfach teurer und das System macht eine Bilanzierung zwischen diesen Aktiva. Der Prozess der Reinvestition, der Neuinvestition, wenn wir von Reinvestition von Gewinn sprechen. Wie soll ich das am besten erklären? Sie haben zum Beispiel ein Auto gekauft, 10.000 Dollar ausgegeben und Sie haben es für 12.000 verkauft. Sie bekommen im Endeffekt 12.000. Jetzt können Sie weiter ein Auto kaufen und Sie können das Auto wieder für 12 verkaufen. Oder Sie können ein teureres Auto sich anschaffen für 12 und es weiter für 18 verkaufen. Das sind Reinvestitionen. Sie haben ein bisschen Gewinn bekommen und Sie kaufen entweder mehr oder etwas Teureres oder etwas anderes. Wenn wir über Trading-Bots sprechen, dann gibt es dort einen Prozess der Reinvestition. Da wird ein Gewinn generiert und der muss reinvestiert werden. Hier haben wir keinen Trading-Roboter, der funktioniert so nicht. Wenn Sie ein Bitcoin gekauft haben, dann kostet sie halt irgendwann mehr. Sie können diese Aktie verkaufen. Wenn Sie aber diese verkauft haben, dann kaufen Sie ungefähr dasselbe. Sie kaufen wieder eine Aktie. Verstehen Sie? Der Prozess von Reinvestition, von Neuinvestition kann ein bisschen anders gesehen werden. Sie haben ein Smart Portfolio angenommen, 5.000 Dollar investiert und am Ende kamen dabei 6.000 raus. Sie können 1.000 Dollar nehmen und für dieses Geld können Sie etwas anderes kaufen, zum Beispiel Crew auf der Börse, auf unserer Börse. Angenommen, nimmt Crew am Preis zu und von diesen 1.000 haben Sie 2.000 gemacht. 1.000 geben Sie zurück auf Binance und legen Sie das ins Smart Portfolio ein. Und so kommt es zur Vermehrung Ihres Kapitals. So könnte man sich das Reinvestieren anschauen. Aber das Instrument an sich setzt nicht voraus, dass Sie passives Einkommen bekommen, das Sie reinvestieren müssen. Sie haben etwas gekauft und Ihr Kapital wird größer oder marktabhängig. Entweder wird der Markt geringer oder größer. Also Sie können das Geld einfach nehmen und in andere Richtungen reinvestieren. Wenn der Markt zusammenschrumpft, dann verdienen Sie weniger und umgekehrt dann mehr. Solange wir sprechen, hat unser Portfolio zugenommen. Also jetzt ist der Index höher als heute früh. Die nächste Frage, ich hoffe, die beantwortet zu haben. Weitere Fragen? Keine. Noch eine Frage aus dem spanischen Chat. Welche Charakteristika muss der Bot haben, um nützlich zu sein? Vielleicht geht es nicht um unseren Service im Allgemeinen, sondern über die Bots insgesamt. Wenn wir über verschiedene Handelsroboter sprechen und Handelsalgorithmen, deren wichtigste Aufgabe besteht darin, den Gewinn abzuwerfen an die Person, die als Nutzer auftreten wird. Als Nutzer von diesem Service, von diesem Algorithmus, egal. Hier haben wir auch ein paar Probleme. Wenn Sie einen Service oder ein Produkt schaffen, verdient der Verkäufer, also der Programmierer, der Entwickler, er verdient sein Geld.
verkauft, eben diesen Algorithmus oder diesen Roboter. Ob daran der Nutzer verdient, ist tatsächlich die zweite Frage. Und hier gibt es was Wichtiges. Es gibt ganz viele Schwindler-Situationen, wo ihnen angeboten wird, den einen oder den anderen Algorithmus, Roboter, Bot und so weiter zu kaufen. Man wird ihnen vorführen, dass das funktioniert, dass irgendwelche Gewinne erwirtschaftet werden. Sie haben gekauft, viel Geld bezahlt womöglich und das funktioniert nicht. Derjenige, der verkauft hat, hat schon einiges verdient. Und dass Sie es tun werden, ist noch nicht gesichert. Also bevor Sie von den einen oder den anderen Services Gebrauch machen, müssen Sie die ganz genau auswählen. Und jetzt kommt die Frage, wenn von diesem Algorithmus, von diesem Service, unser Unternehmen Gebrauch macht. Andrei Khavratov hat das Instrument gesehen, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir haben jede Menge von Treffen organisiert. Und wir werden also das Ding verwenden für unser Smart Portfolio. Und Sie sehen das Ergebnis. Wie meinen Sie, kann man einem solchen Service vertrauen, der schon geprüft ist von unseren Teilnehmern, von unserem Unternehmen? Ja, sehen Sie, und wenn wir über einen Handelsalgorithmus für die Börse sprechen, was braucht die Börse? Die Börse braucht momentan keinen Handelsalgorithmus. Verkaufsalgorithmus und keinen Roboter. Wir haben nicht ausreichend Liquidität im Moment, wenn wir schon über unsere Börse sprechen. Wir können hier hineingehen und wir können das Paar Bitcoin und Dollar uns anschauen. Sie sehen, wie die Grafik aussieht für Bitcoin. Die Grafik ist überhaupt nicht damit kompatibel, was auf dem Markt sich abspielt. Wenn Bitcoin auf dem Markt $53.000 wert ist, so kostet Bitcoin auf unserer Börse $57.000. Warum? Weil wir die Anzahl von Bitcoin auf der Börse ganz gering ist. Also wir haben weniger als 2 Bitcoin, die zum Verkauf angeboten werden. Natürlich wird niemand zu dem Preis Bitcoin kaufen. Wobei, wer weiß, wenn einer hingeht und irgendwann einen Bitcoin kaufen will. Stellen Sie sich vor, dass zunächst diese Menge gekauft wird, dann diese und dann diese. Und das wird eine halbe Münze sein, um ein Bitcoin zu kaufen. Also ich bekomme einen Bruchteil nur von dem gewünschten, wenn ich das hier abwickle. Das bedeutet, dass wir zu wenig Aktivitäten auf der Börse haben, weil wenig Liquidität vorliegt. Sobald Liquidität hier in Mengen ankommt, es wird daran gearbeitet, dass Kraken-Börse und unsere Börse integriert werden. Also dadurch wollen wir ein bisschen mehr Liquidität bekommen. Solange wir nicht genügend Umsätze generieren, werden wir die Umsätze von der Börse Kraken benutzen und das wird die Handelsaktivitäten auf unserer Plattform sehr anspornen. Der Verkaufsalgorithmus gibt unserer Börse nichts Gutes, wenn wir das so machen. Damit der Preis von Crude zunimmt, müssen wir die entsprechenden Umsätze machen. Also die gesamten Umsätze müssen gekauft werden. Das haben wir hier. Damit der Preis höher geht als 2 Cent, müssen wir irgendwo für $100.000 etwas kaufen. $100.000 würden reichen, damit unser Preis über 20 Cent ausmacht. Also etwas unter 100.000 wäre der gewünschte Betrag. Unter $100.000 sind erforderlich, damit der Preis von Crude auf 2 Cent heranwächst. Laden Sie einfach 100 Menschen
Jeder von Ihnen soll $1.000 investieren und dann haben Sie schon den Preis von 2 Cent erreicht. Wir haben jetzt im Chat 100 Personen. Im Russischen haben wir, wenn jeder 1000, etwas für 1000 kauft, dann haben wir garantiert den Preis von 2 Cent. Ivan, sagen Sie noch bitte, wann wird die Liste publiziert, die Liste der Sieger im zweiten Wettbewerb für Blockchain? Das weiß ich nicht so genau. Ich bin dafür nicht zuständig, aber Sie bekommen die entsprechende Benachrichtigung im Kundenkonto. Klavdia Pivniva ist dafür verantwortlich. Also warten Sie auf die News, das wird produziert. Wie kaufe ich Crew? Sie lassen sich registrieren auf der Unitex-Börse. Sie laden dort auf mit Fiat-Geldern, Dollar, Bitcoin, Ethereum oder irgendwelche Token, EOS, USDT, USDC, DAI, USDU, USDT. USDU können Sie aus dem Kundenkonto überweisen. Wenn ich heute Crew kaufe, wie soll ich besser vorgehen? Auf UNTB tauschen oder Crew lassen? Also meinen Partnern sage ich Folgendes. Wir kaufen Crew auf dem Markt, behalten diese im Wallet und sorgen dafür, dass UNTB gemeint werden im Staking-Modus. Wenn Sie jetzt Crew kaufen, ich habe Partner, wenn wir uns den Markt anschauen, sehen Sie, wie die Token massenweise verkauft werden. Ja, liebe Leute, so schneller, ich will günstiger kaufen. Wir haben Partner. Wir haben Anfang September Crew gekauft. Sie hat für $1.000 Crew erworben. Und wenn ich jetzt eine Grafik aufbaue, also hier die Verzinsung, also sie hat irgendwo hier die Partnerin gekauft für 0,011. Als der Preis aufstieg, waren es gleich plus 40%. Selbst der aktuelle Preis bei 0,013 hat man sowieso plus 18%. Selbst bei diesem Verfall. Und da ist noch kein kompletter Monat um. Also ich würde meine freien Mittel dafür verwenden, dass ich noch kaufe. Bloß ich habe schon viel und so viel brauche ich nicht. Aber meinen Partnern empfehle ich das. Hier ist mein Preis, hier ungefähr. Also selbst bei der heutigen Konstellation habe ich gut verdient. Aber ich habe alles in Vault Crew und das setze ich alles um. Kommen noch weitere Fragen? Noch eine Frage, wenn das Token Shiba in letzter Zeit zugenommen hat, warum das wird das nicht berücksichtigt unter Top 100 im Smart Portfolio? Warum? Wenn Token Shiba zunimmt, wird das berücksichtigt. Wir gehen hier rein in dieses Portfolio. Haben wir hier Shiba oder nicht? Gut, Shiba ist nicht unter Top 30. Wollen wir zum Beispiel eine andere Münze als Beispiel nehmen, Matic.
CoinMarketCap und schauen uns an, wie das darum bestellt ist. Sekunde. Das habe ich hier falsch eingefügt. Matic. Es ist die Frage, warum Schuber nicht präsent ist. Doch. Gut, das muss ich noch mal überprüfen. Seltsam. Das Internet funktioniert bei mir heute nicht sonderlich gut. Soll ich das nochmal hochladen? Alle Partner sind wohl dort drin, Shiba. Stück weiter. Shiba kostet aktuell, ist an der Position 20. Wir haben Top 30 und die Bilanzierung machen wir einmal monatlich. Das haben wir hier nicht, weil im September oder im August, als das Ganze anlief, als das Portfolio gekauft wurde, Shiba noch nicht unter Top 30 war. Deshalb finden wir das hier nicht. Also jetzt ist die Münze teurer geworden, ist am Platz 20. Ein paar Tage später, am 11. wird bei uns wieder rebilanziert und aktualisiert und das Portfolio wird entsprechend ausgeglichen und Shiba wird im Portfolio zu finden sein. Wenn die Münze weiter wächst, hat sie natürlich ein Potenzial und der Service sorgt dafür, dass weiter gekauft wird. So, weitere Fragen? Wie kann ich Kryptowährungen aus meinem Portfolio entfernen? Das habe ich schon gezeigt. Wir gehen hier auf Bilanzieren. Und wir drücken auf den roten Pfeil, auf den Zeiger und da finden wir die Videoanweisung zu dieser Frage. Was heißt es, viel Crew zu besitzen? 100.000 oder mehr? Ich habe die Frage nicht verstanden. Herr Ivan. Sie haben gesagt neulich, dass Sie viel Crew haben. Und jetzt fragen die Partner, was heißt es, viel Crew besitzen? Wie viel? Für Ihre Begriffe. Viel Crew. Über 1 Million Dollar. Das heißt, viel Crew haben. Alles über 1 Million ist viel. Alles, was drunter ist, ist einfach ein Weg zum Ziel. Also 1 Million Dollar müsste man haben. 2019 war ich beim Training Millionär in einem Jahr. Das Training wurde bei Moskau durchgeführt. Gibt es hier vielleicht jemanden, der dabei war? Das Training wurde abgehalten im Jahre 2019 bei Moskau im Sommer. Ich weiß, unsere Leader waren auch dabei. Emanuel Baroni war dort.
Es waren weitere italienische Kollegen. Gibt es vielleicht jemanden aus dem italienischen Chat, die 2019 beim Training Millionär in einem Jahr waren? Ich habe mir zum Ziel gesetzt, Millionär zu werden. In einem Jahr. Ich kam nach Hause, ging in die City, in die Stadtmitte, und ich sagte zu mir, ich werde in dieser Stadt Millionär werden. Ich habe angefangen, Treffen durchzuführen. Ich habe es nicht geschafft in einem Jahr. Ich habe es in 2 Jahren geschafft. Aber in diesem Jahr, im Jahr 2021, es gibt einen guten Spruch von einem großen Menschen, wie heißt er? Von Rockefeller hat er gesagt oder jemand sonst. Ich kann Rechenschaft ablegen über alle, über jede Million von Dollar, außer der ersten. Die erste Million ist schwer. Das ist genauso wie man aus 100 Dollar 300 macht. Genauso schnell kann man aus 1 Million 3 Millionen machen. Noch eine Frage aus Vietnam. Wie kann ich mein Konto auf Unitex deblockieren? Ich habe zu viel Mittel investiert und habe alle Unterlagen vorgelegt, aber mein Konto ist nicht eröffnet worden. Also ich habe keinen Zugang dazu. Die Qualität der Papiere, der Dokumente, die Sie liefern, ist wohl nicht ausreichend. Alle meine Partner, die mit einem ähnlichen Problem konfrontiert wurden, haben das über kurz oder lang gelöst. Ich kenne viele Menschen, die mich angesprochen haben wegen eines ähnlichen Problems. Wie die Praxis zeigt, ist es einfach notwendig, dass man richtige Dokumente in entsprechender Qualität zu Mail zusendet. Die Börse kann sich das Ganze nicht aneignen. Also die müssen sich bloß davon überzeugen, dass sie sind. Vielleicht ist die Datei im falschen Format gespeichert. Vielleicht brauchen Sie PDF oder wenn Sie das Bild speichern, dann auch in einem anderen Format. Weitere Fragen? Wie funktioniert der Button stoppen? Wenn Sie auf den roten Knopf drücken, auf stoppen, dann wird die Bilanzierung nicht stattfinden zu dem geplanten Zeitpunkt. Das heißt, das Service wird am nächsten Tag nicht etwas verändern. Und der Markt wird nicht weiter analysiert werden und Ihr Portfolio demnach wird nicht analysiert werden. Ivan, ich will in Dubai Ausbildung machen zum Genie der Finanzen. Machen Sie das ruhig. Aber ich habe nicht den Promocode. Ich habe nicht die Schulung gemacht. Wie soll ich damit umgehen? Genie der Finanzen, wenn Sie in Dubai sind. Für Genie der Finanzen ist bei uns jemand anderer zuständig. Also ich bin so zuständig zum Beispiel für Smart Portfolio. Genie der Finanzen ist ein anderes Aufgabenfeld. Ich glaube, Anna ist dafür verantwortlich. Sie müssen sie ansprechen über Support oder über ihre Leader, damit sie an die richtige Person herangeführt werden. Gut, weitere Fragen? Ich kann gerne bis morgen früh hier sitzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Es kommen ganz viele Fragen.
Die Aufnahmen des Webinars, ja, alle Aufnahmen sind abrufbar. Sie können im Kundenkonto auf den Knopf drücken, mehr erfahren. Und so gelangen Sie, nachdem Sie das gedrückt haben, gelangen Sie zu der gewünschten Sprache. Und Sie sehen die Auswahl von aufgezeichneten Webinaren. Also alles ist da von Anfang September an. Auf dem Channel Crypto Unit Blockchain finden Sie alles zu Blockchain, zu Smart Portfolio. Also alles ist zu finden. Eine Frage. In diesem Monat erhalten wir das letzte Mal den Bonus in Verbindung mit dem Loyalitätsprogramm. Was ist darüber bekannt? Da der Verkauf von Vault Crew eingestellt wird, werden auch die Loyalitätsboni von diesem entsprechenden Verkauf eingestellt. Also über das Kundenkonto. Es wird der Verkauf so nicht stattfinden und Sie erhalten somit keinen Bonus. Wenn Sie aber Loyalitätsbonus erreichen wollen, können wir das über das Schema bekommen, das ich mit Herrn Hovratov abgestimmt habe. Je mehr Lizenzen für Smart Portfolio wir verkaufen, desto mehr Mittel werden ausgezahlt in Form von Loyalitätsboni. Und damit Sie das richtig verstehen, auf Binance gibt es momentan über 16 Millionen Nutzer. Wenn wenigstens 1 Million sich Smart Portfolio holen, können Sie sich vorstellen, wie viel Geld Sie bekommen als Bonus im Rahmen des Loyalitätsprogramms. Wie wird man qualifizierter Investor dritter Kategorie? Sie kaufen bitte die entsprechende Schulung. Per Post erhalten Sie die komplette Anweisung. Sie werden in den gewissen Chat aufgenommen. Sie haben eine extra Plattform, wo Sie Prüfungen ablegen werden. Das zeige ich Ihnen noch. Okay, wir haben dazu GetKurs noch. Sie haben eine Plattform mit allen Aufgaben und Tests. Hier haben Sie die Liste von Trainings. Profi Investor. Das haben Sie hier. Wann haben wir auf Global Unit Auszahlung auf Bankkarten? Die Auszahlung bei Global Unit P auf Bankkarten funktioniert, glaube ich. Sie können nicht auf die Karte vielleicht überweisen, aber auf das Bankkonto. Und am Bankkonto haben Sie in aller Regel eine Karte anhängen. Und ich glaube, es lohnt sich nicht, dass Sie das Geld von Global Unit P überweisen. Sie können sich eine virtuelle Karte besorgen. Sie können alle Käufe damit bezahlen. Flugtickets, Hotels, AliExpress. Sie brauchen ja nicht die zusätzlichen Gebühren, wenn Sie für 5 Euro eine virtuelle Karte bekommen können. In sehr baldiger Zeit sollen auch normale Plastikkarten verteilt werden. Also soweit ich weiß, ist er Sokolnikov mit so einer Karte, ist er persönlich mit so einer Karte ausgestattet, mit PIN und mit allem drum und dran. Wenn wir das Portfolio an- oder verkaufen, ob eine Gebühr auf Binance besteht. Wenn wir auf Binance gehen, so werden Sie dort überall Gebühren sehen. Also jede Börse lebt von Gebühren. All die Transaktionen werden mit Gebühren belegt. Aber da das Smart Portfolio
einmal alle 7 Tage aktualisiert wird. Und da werden nicht alle Münzen an- oder verkauft, sondern nur diejenigen, die sich preislich verändern. Die Gebühr wird nicht so bedeutend sein. Bei 2000 spüren Sie das nicht. Unten gibt es in aller Regel einen Link zum Verkauf. Ich sehe hier Gebühren und auf Englisch können Sie das auch finden in Ihren Sprachen unter Dienstleistungen. Sehen Sie die Gebühren Spot, Geschäfte, Verzinsung. Und Sie können hier Gebühren finden für Ein- und Auszahlung bei Binance. Die Gebühren sind gar nicht so hoch, wie Sie vielleicht auf den ersten Blick glauben. Also die Gebühren sind wirklich sehr, sehr gemäßigt. Wann haben wir die Möglichkeit, geschlossene Schlüssel zu den Wallets zu bekommen? Warten Sie auf die Nachrichten, daran wird gearbeitet. Sobald die Möglichkeit besteht, werden Sie informiert. Eine nächste Frage. Wann wird in der russischen Sprache Konto von Global Unit Pay übersetzt? Danach frage ich Herrn Sokolnikow auch lange Zeit. Das ist ein weiterer Stimulus für Sie, Englisch zu lernen. Ich glaube, die Dolmetscher werden sich nur freuen, wenn wir alle die einheitliche englische Sprache sprechen. Da werden Sie ein bisschen es ein bisschen leichter haben. Noch eine Frage aus dem vietnamesischen Chat. Bitte laden Sie den unterschriebenen Brief herunter, wo geschrieben steht, dass Einzahlung von Mitteln oder Abhebung von Mitteln durch Dritte auf Unitex streng verboten ist und zu Deaktivierung der Konten in Zukunft führen kann. Bitte keine Fremdtransaktionen auf Unitex. Verwenden Sie nun nur Ihren eigenen Blockchain-Wallet. Ich glaube, das ist verbunden mit der Frage über die Blockierung des Kontos, über die Sperrung des Kontos. Eine wichtige Sache: Jede Börse, egal welche und wie sie heißt, Binance oder Unitex oder andere Börsen, spielt überhaupt keine Rolle. All die Börsen werden gesetzlich geregelt. Und da herrscht nämlich die Anti-Laundry-Gesetzgebung. Wenn Sie das Konto auffüllen oder oder die Mittel abheben zu irgendwelchen privaten Wallets, haben Sie einen eigenen Krypto-Wallet. Wenn Sie vom eigenen Konto zum eigenen Wallet das Geld schieben, ist es okay, solange die Mittel auf der Börse sind, haften Sie dafür. Sobald Sie die Mittel in Ihrem Wallet haben, können Sie damit alles machen. Die Menschen haben viele Probleme mit der Verifizierung, mit der Sperrung von Konten, weil die Menschen nämlich ihre Mittel irgendwelchen Firmen zukommen lassen. Dann verlieren sie Geld dabei. Also angenommen, der Mensch hat in irgendeinem Ponzi Schema investiert, alles ist im Eimer, Geld ging an Schwindler, die Schwindler versuchten diese Gelder also flüssig zu machen, aber diese Transaktion kann man zurückverfolgen und man kann ganz gut sehen, dass diese Bitcoin irgendwie fraglich sind, dass sie an irgendeinem Schwindlerschema beteiligt waren. Das kann man ja alles nachverfolgen. Die Börsen achten sehr genau darauf. Und wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Mittel blockiert werden, sollten Sie sich ordentlich benehmen auf dem Finanzmarkt und in Bezug auf die Finanzinstitutionen. Sie müssen einen persönlichen Wallet haben. Sie müssen einen offenen, einen geschlossenen Schlüssel besitzen. Und wenn Sie
immer das Geld auf den einen Wallet bringen. Die Börse wird dann sehen, aha, von derselben Karte füllen Sie das Konto auf und überweisen tun Sie auf dieselbe Karte. Und da gibt es überhaupt keine Fragen. Ich wurde zum Beispiel nirgends nach irgendwas gefragt, denn ich habe immer auffüllen und nach Auszahlen von einem Ort gemacht. Und die Börse sieht das. Wenn unnötige Transaktionen 10-mal wiederholt werden, dann macht das natürlich einen schlechten Eindruck. Also da achtet man besonders auf solche Nutzer. Und wenn Sie immer etwas aus einer Quelle auszahlen und einzahlen, dann gibt es keine Fragen. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben ziemlich viel Zeit verbracht. Ich bedanke mich in erster Linie bei den Dolmetschern. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben und ich werde mich freuen, wenn Sie Pluszeichen setzen als Dankeschön für die Dolmetscher. Und meine Informationen bewerten Sie bitte nach 10-Punkte-Skala, wie gut ich war, ob die Informationen Ihnen gut gefallen haben, ob Sie etwas Neues, Wertvolles erfahren haben. Also ich sehe nur einmal 9. Oh, ich werde versuchen, noch besser zu sein. Also damit alle damit alle Noten ausgezeichnet sind. Gut, ich danke allen ganz herzlich. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg und die Finanzkraft möge mit euch verbleiben. Auf Wiedersehen. Tschüss.